Hallihallo. Heute möchte ich dir zeigen, wie du lernen kannst, besser Nein zu sagen. Wir kennen diese Situation sicherlich alle, dass wir uns manchmal zu Sachen hinreißen lassen, die uns gar nicht gut tun, beziehungsweise wir sowieso schon einen vollen Terminkalender haben und immer noch sagen, ja, natürlich, ich helfe dir. Und vielleicht helfen dir diese paar Tipps, die ich habe für dich auch, dass du klarer zu dir stehen kannst, ohne den anderen abzuwerten, ohne den anderen zu verurteilen, ohne den anderen zu kritisieren oder so, ja, sondern wirklich einfach, um für dich zu sorgen und bei dir zu sein und zu spüren, was du gerade brauchst. Ja, mein Name ist Sonja Watt und ich begleite Menschen in ihr Potenzial, in ihre Kraft, ob das ist durch den Körper, den Geist oder die Seele, und habe dazu auch ein Jahresprogramm, was gerade am Laufen ist und wo auch immer wieder Fragen aufkommen. Und in diese Frage kam jetzt auch aus diesem Programm, ja, wie kann ich besser Nein sagen im Endeffekt? Und deswegen dieses Video, um ja, dir da auch zu helfen auf deinem Weg. Wir finden uns manchmal in diesen Situationen, wo wir denken, ja, wir müssen irgendwie dem anderen helfen. Wir sind Gutmenschen, wir sind feinfühlige Menschen. Wir sind Menschen, die gerne den anderen helfen wollen, damit sie weiterkommen. Weil wir eigentlich unbewusst auch wissen, dass wir genauso weiterkommen. Weil wenn wir anderen helfen, helfen wir auch uns. Aber manchmal übertreiben wir es. Ich kenne das von mir ja auch selber. Also auch ich bin ja nicht perfekt. Ja, auch ich habe meine Macken und meine Themen. Und genau dafür bin ich ja hier auf diesem Planeten. Und ich lerne jetzt mit dir zusammen, stärker zu sein und immer wieder eine Pelle mehr, eine Hülle mehr, ja, zu entblättern, um tiefer vorzudringen, um weiter zu mir zu kommen und tiefer vorzukommen, mich besser zu verstehen, mich bewusster wahrzunehmen, um dann bewusster Entscheidungen treffen zu können und bewusster leben zu können. Also weg vom Opfer sein hin zum Schöpfer sein, ja, weg von dem Reagieren hin zum Agieren, denn wir tragen alle diese Schöpferkraft in uns und je bewusster wir uns werden, desto besser können wir sie natürlich auch nutzen und können dann den richtigen Fokus nehmen und auch die richtige Energie aussenden, sodass uns das Universum natürlich das bringt, was wir haben wollen und nicht das Gegenteil, weil es ja, es hilft uns immer, es unterstützt uns immer. Das Leben ist immer auf unserer Seite. Unser Körper ist immer auf unserer Seite. Ja? Wir bekommen immer die Symptome, die wir brauchen zu unserem eigenen Wachstum. Wir bekommen immer die Situationen im Leben für unser eigenes Wachstum. Deswegen nenne ich das Leben auch die Schule des Lebens, weil das ist für mich die echte Schule, die wahre Schule. Und ich habe mich schon viel mit Schule und Schulthemen und natürlich Lernen beschäftigt und auch Kurse gegeben. Und stelle immer wieder fest, nichts ist so gut wie das Leben. Und deswegen bin ich jetzt hier. Genau. Aber zurück zum Nein. Genau. In dem Moment, wo du Nein sagst, sagst du Ja zu dir. Was natürlich auch ganz viel mit deinem eigenen Selbstwert zu tun hat. Und wie viel du dir wert bist und deine Zeit dir wert ist. Deine Lebenszeit. Was möchtest du damit anstellen? Was möchtest du machen? Möchtest du der Handlanger von anderen sein? Ich sage es jetzt mal übertriebenermaßen, ist natürlich nicht immer so. Aber möchtest du immer da sein, dass alle anderen ihre Ziele erreichen, dass alle anderen erfüllt leben können und du stellst dich hinten an? Und immer gehst du in die letzte Reihe und gibst allen anderen den Vortritt? Oder ist es nicht an der Zeit, dass du dein Potenzial auf die Straße bringst, dass du dich lebst und dadurch alle anderen mitreißt? Ja? Dann ist es nicht mehr, du hilfst ihnen, das zu tun, sondern du reißt sie mit, dass sie auch in ihre eigene Kraft kommen, dass sie auch stark werden, dass sie auch ihr eigenes Licht zum Leuchten bringen. Das ist doch irgendwie auch was ganz anderes, oder? Auf jeden Fall, was kannst du also tun? Ja, zum einen mal, geh mal in eine Situation hinein, wo du Ja gesagt hast, obwohl du eigentlich lieber Nein sagen wolltest. Vielleicht warst du müde, vielleicht hast du eigentlich gar keine Zeit gehabt, aber du wolltest den anderen auch nicht ablehnen. Du wolltest ihm nicht das Gefühl geben, dass er nicht wichtig ist. Oder sie. Ich sage jetzt einfach mal er. Aber ich meine natürlich alle Möglichkeiten von Geschlechterrollen. Genau. Geh nochmal in so eine Situation hinein. Geh mal in dich und spüre in dich. Fühle, was genau in dir vorging.
Vielleicht kannst du auch schon ein Bedürfnis empfinden, was genau du mit diesem Ja, was eigentlich ein Nein war, was du dir damit gedeckt hast, welches Bedürfnis. Oder vor was du Sorge hattest, vor was du Angst hattest. Oft ist es die Ablehnung, dass wir uns abgelehnt fühlen, dass wir uns nicht richtig fühlen, dass wir uns abgewertet fühlen oder verurteilt fühlen. Dass wir Angst haben, isoliert zu werden. Und das kommt ganz, ganz oft aus unserer Kindheit. Weil wenn wir nicht das gemacht haben, was unser Lehrer wollte, was unsere Eltern wollten, dann wurden wir bestraft auf irgendeine Art und Weise. Sei es durch eine schlechte Note, sei es durch Liebesentzug oder vielleicht sogar härter durch Schläge oder alle möglichen anderen Arten von Beschneidung und Entzug. Und das steckt oft so tief in uns drin, dass wir dieses Gefühl einfach nicht wieder erleben wollen und dafür alles tun, wirklich fast alles, uns dafür aufgeben, unser eigenes Glück dafür hinten anstellen, nur damit der andere das bekommt, was er haben möchte. Was den anderen nicht unbedingt glücklich macht. Aber wir meinen, ihm nicht Nein sagen zu können, weil wir ihm nicht wehtun wollen. Oder weil wir glauben, ihm nicht wehtun zu wollen. Vielleicht tut es dem anderen gar nicht weh. Vielleicht freut sich der andere sogar, wenn du endlich sagst, nein, heute nicht. Denn es kommt ja auch darauf an, wie du das Nein rüberbringst. Aber dazu komme ich jetzt gleich auch nochmal. Erst möchte ich dir noch eine kleine Geschichte mit ans Herz legen. Ja, und zwar die Geschichte von dem kleinen Nein. Es war einmal ein kleines Nein. Ein ganz winzig, winzig kleines Nein. Und es lief raus, setzte sich auf eine Bank. Und da kam ein Mann vorbei und der sagte, ach Mensch, da ist ja noch Platz auf der Bank, kann ich mich da hinsetzen? Und das Nein sagte, nein, ich möchte lieber alleine sein. Aber der Mann ignorierte es, hörte es gar nicht und setzte sich einfach hin. Dann, naja, das Nein arrangierte sich damit, holte sein Essen raus und fing an zu essen. Dann kam eine Frau vorbei und sie sagte, ach Mensch, das sieht ja lecker aus. Davon kann ich bestimmt was abhaben. Und das kleine Nein sagte, nein, ich möchte nicht. Das ist doch mein Essen. Und die Frau sagte, ach, das ist aber echt nett. Ach komm, das bisschen, das wird schon nichts ausmachen. Ich nehme das einfach ein kleines bisschen, du hast ja noch was. Und aß das Essen. Und das kleine Nein, das wurde immer gekränkter irgendwie und fühlte sich überhaupt gar nicht gesehen und wertgeschätzt und angenommen. Da kam wieder ein Mann vorbei und er sagte, ach nein, du kleines süßes Nein, du siehst so süß aus. Ich möchte dir gern einen Kuss geben, das ist bestimmt okay für dich. Und das kleine Nein sagte, nein. Und der Mann setzte schon an und spitzte die Lippen und wollte ihm einen Kuss geben. Und in dem Moment explodierte das kleine Nein und sagte, nein, nein, nein und nochmals nein. Ich möchte keinen Kuss. Ich möchte mein Essen für mich haben und ich möchte auch diesen Platz für mich haben. Ich will das alles nicht. Geht woanders hin. Und in dem Moment guckten alle ganz erschrocken und sagten, ja, warum hast du denn das nicht gesagt? Das ist doch kein Problem. Du hättest es doch sagen können. Und sie gingen alle davon und ließen das Nein sein Leben genießen in dem Moment. Und das kleine Nein war auf einmal kein kleines Nein mehr, denn es wurde zu einem großen Nein. Und es hat seine Stärke in sich gefunden. Aber damit dir das nicht so passiert, also zum einen hast du vielleicht gesehen, ja, uns wurde anerzogen ganz oft, dass wir nicht Nein sagen dürfen, dass wir nett und höflich sein sollen, dass wir nichts ablehnen dürfen, dass wir immer teilen müssen, wir dürfen nichts für uns selbst behalten. Ja, wir müssen alles großzügig teilen mit allen. Egal, ob die sich gut anfühlen für uns oder nicht. Ja, das hat mich persönlich selbst schon in viele unschöne Situationen reingebracht. Aber, ja, wie gesagt, das ist zum einen diese innere Kraft in dir zu entdecken. Ab wann fängt deine Grenze an? Ab wann fängst du an, für dich einzustehen und deine Werte zu leben? Wo ist der Punkt? Wie viel müssen die Menschen noch mit dir machen, damit du zu dir stehst und in deine Kraft kommst? Und dann gibt es natürlich auch Alternativen, wie du damit umgehen kannst, wenn dich jemand fragt. Und wie du ein Nein kommunizieren kannst. Und das solltest du dir vielleicht vorher überlegen, damit du dann nicht schon aggressiv auf den anderen zugehst und sagst, oh, nein, habe ich gesagt. Ja, und der andere versteht gar nicht, weil er das gar nicht weiß. Da gibt es noch eine schöne Geschichte. Die Geschichte mit dem Hammer.
Da war ein Mann, der wollte ein Bild aufhängen. Und er hatte nur einen Nagel und keinen Hammer. Und dann hat er gesagt, naja, aber mein Nachbar, der hat einen Hammer. Ich kann einfach rübergehen und kann mir den Hammer ausleihen. Und dann ging in seinem Kopf das Kino los. Aber der hat mich die letzte Woche so komisch angeguckt. Der mag mich bestimmt nicht. Irgendwas hat er wahrscheinlich, was ihm nicht gefällt an mir. Naja, der ist sowieso so komisch. Naja, wenn der so komisch ist und so komisch reagiert, ach, dann will der mir bestimmt auch gar nicht seinen Hammer geben. Aber ich brauche seinen Hammer. Ist doch nur so ein blöder Hammer. Das kann doch nicht wahr sein, dass der mir seinen Hammer nicht geben will. Ja, naja, vielleicht sollte ich... Ich gehe einfach rüber. Also, der muss mir seinen Hammer einfach geben, ob das dem jetzt gefällt oder nicht. Das ist immerhin mein Nachbar. Und Nachbarn müssen sich doch helfen. Also stürmte er zu seiner Tür raus, klopfte an die Tür seines Nachbarn. Der Nachbar machte auf und er sagte, du blöder Hammel, jetzt gib mir endlich deinen Hammer. So doof ist es doch nicht. Ich brauche doch nur einen Hammer, um das Bild einzuschlagen. Also den Nagel für das Bild. Aber du weißt, was ich meine. In unserem Kopf geht so viel ab. Und so viel machen wir aus Situationen. So viel Bedeutung legen wir in Dinge rein. Und so viele, ja, Annahmen. Ja, wir nehmen ganz viele Dinge an aus unserer eigenen Erfahrung, die wir erlebt haben und die in dem anderen vielleicht so gar nicht vorhanden sind. Das heißt, einfach mal nachzufragen in dem anderen, wie hast du das gemeint? Und brauchst du unbedingt jetzt die Hilfe oder reicht es auch noch in einer Woche oder vielleicht morgen oder vielleicht in 2 Stunden, wenn es mir wieder besser geht? Oder ja, du kannst dich ausdrücken und du darfst dich ausdrücken. Es ist sogar total wichtig. Kommunikation ist mit das Wichtigste. Und ich sage immer Herzkommunikation, weil wenn du es von Herzen kommt, weil wenn du möchtest, dass es dem anderen auch gut geht und ihn nicht, ja, ignorierst oder abwertest, sondern ihn trotzdem siehst, dann ist ein Nein ein wertvolles Geschenk, weil du ein Stück von dir preisgibst, weil du ein Stück deiner Verletzlichkeit zeigst. Und das ist ja auch wertvoll und das kann der andere auch schätzen. Und viele atmen auf, wenn sie endlich ein Nein von dir hören, wenn sie einfach immer nur wissen, dass du ständig über deine Grenzen gehst und sie endlich hören, Mensch, nein, wow, du hast zu dir gestanden. Du hast wirklich diesen Schritt geschafft und hast Nein gesagt und das ist so, so wertvoll. Also überleg dir vorher Alternativen. Wie kannst du damit umgehen, wenn dich einer fragt, ob du ihm helfen kannst, ob du etwas tun kannst? Vielleicht, wenn du dir erstmal Zeit einräumst, wenn du erstmal sagst, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Gib mir ein paar Sekunden, Minuten, 10 Minuten oder vielleicht auch bis morgen, je nachdem, was es für eine Entscheidung ist. Gib mir Zeit. Ich kann das im Moment gerade nicht entscheiden. Oder du kannst sagen, du, gerade kann ich dir nicht helfen. Aber nachher, da helfe ich dir gerne. Oder du kannst sagen, Mensch, ich finde es total toll, was du da machst. Aber ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Soll ich... Ne? Vielleicht fällt mir jemand ein, der da besser hinpasst. Sodass du das Bedürfnis des anderen wahrnimmst und es auch unterstützen kannst, aber auch dein eigenes nicht hinten anstellst. Das ist wichtig, dass du dich siehst, dass du dich annimmst, dass du dich schätzt und deine Zeit. Weißt du, wie oft schmeißen wir unseren Terminkalender um und quetschen noch was rein für alle anderen? Wann machst du das denn für dich? Ja, wann hast du ein Date mit dir? Und diese Dates, die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Weil wie ist es in einem Flugzeug? Was sagen die zuerst, wenn die Sicherheitsvorschriften und die Belehrungen geben am Anfang des Fluges? Und die sagen, wenn die Masken runterkommen im Notfall, was macht man dann zuerst? Du ziehst dir zuerst die Maske auf. Weil wenn du gut für dich sorgst, dann kannst du auch den anderen helfen. Wenn du erst die anderen bedienst, dann gehst du unter Umständen leer aus. Also sieh zu, dass du deine Lager füllst, dass du dich auffüllst, dass du wieder in deine Fülle, in dein Wohlfühlgefühl kommst, in deine Liebe, egal was es für dich bedeutet und braucht. Und dann aus vollem Herzen und aus voller Energie heraus kannst du entscheiden, wo möchtest du wirklich helfen und unterstützen und wo auch nicht. Was ist dein Weg? Achte da auf deinen Seelenweg und hab Vertrauen, dass die anderen ihren Weg gehen und dass das alles richtig ist, auch wenn du Nein sagst. Gehe also wie während dieser Zeit, die du dir nimmst, bis du dich entscheidest, ob du helfen möchtest oder nicht,
mal in dich, finde in dir die Klarheit und auch die Bestimmtheit. Und dann schau auch, wie du das rüberbringen kannst. Es geht ja nicht nur um die Worte. Es geht um das Gefühl, kommst du aus deinem Herzen heraus, sprichst aus deinem Herzen heraus, aus deinem Kopf heraus, aus deinen Emotionen heraus. Und auch die kannst du relativ schnell ändern, aber das gibt ein anderes Video. Wenn dich das interessiert, schreib das in die Kommentare, wenn du wissen willst, wie du aus den Emotionen rauskommen kannst und die ändern kannst. Genau, aber es geht ja auch um deinen Körper. Und wenn du so hingehst, so, oh je, ich fühle mich jetzt schon schuldig, dass ich Nein sage, aber nee, ich will eigentlich nicht, dann ist es was ganz anderes und es kommt auch ganz anders an, als wenn du sagst, hey, ich finde es toll, dass du an mich denkst und ich würde dir gerne helfen, aber im Moment kann ich leider nicht. Können wir das das andere Mal machen? Und wenn nicht, du findest bestimmt jemanden, da bin ich voller Zuvertrauen. Zuvertrauen, das ist ein neues Wort. Zutrauen, Vertrauen, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Also übe vor deinem Spiegel zum Beispiel, stell dich aufrecht hin, hab ein Lächeln in deinem Gesicht, Kopf hoch, Schultern zurück, richte deinen Körper aus, damit deine Energie gut fließen kann. Nimm die Pose ein, die für dich Kraft bedeutet, die Kraft in dich reinbringt, in der du dich kraftvoll und stark fühlst. Und dann übe das Nein. Nein, aber das liebevolle Nein, das Nein in Liebe, aus der Liebe heraus, aus dem Herzen heraus gesprochen. Und dann ist es ganz klar. Das kannst du üben. Erst in kleinen Situationen und dann in größeren Situationen. Erst in weniger wichtigeren Situationen und dann in wichtigeren Situationen. Achte auch mal darauf, wie das ist, wie die Leute auf dich zukommen. Kommen sie in einer fordernden Energie und sagen, hey, kannst du mir helfen? Und du weißt schon, wenn du Nein sagst, dann kommt irgendwas hinterher. Also ich kenne das zum Beispiel auch mit einer emotionalen Manipulation. Manipulation, oh Gott, was reicht denn heute? Dass wenn du nicht Ja sagst, ein Riesenschwall hinterherkommt. Ja, und erstmal eine Riesendiskussion an der Backe ist. Die ganze Zeit, das ist es alles gar nicht wert und die ganze Energie, das braucht kein Mensch. Nicht auf diese Art und Weise. Also was bewegt es in dir, wie die Menschen auf dich zukommen? Und dann guck in dir, warum du darauf noch anspringst. Was steckt noch in dir, dass die Menschen dich da noch erreichen können, dass sie dich da noch triggern können, dass sie dich da noch berühren können, dass das überhaupt noch in dir anschlägt? Weil wenn etwas passiert, dann hat es ja immer auch was mit dir zu tun. Und zwar mit dem in dir, was da noch angeschaut werden möchte. Warum reagierst du darauf noch so stark? Schau da genau hin. Und gerne kannst du das natürlich auch teilen und kannst mitteilen, was bei dir Themen sind. Ja? Und dann können wir gerne in Zukunft näher drauf eingehen und hinschauen. Und ja, wenn du aber dann übst, zum Beispiel auch vor dem Spiegel, dass das eine ganz normale Pose wird, ganz normal, dass du zu dir stehst, dir morgens ins Gesicht lächelst und sagst, ja, und dieser Tag gehört mir, egal was da passiert, ich komme da wieder raus und ich stehe zu mir zuerst. Das ist nicht egoistisch, so wie wir das oft gelernt haben, sondern das ist ganz gesund, dass du zu dir stehst, damit du dann auch anderen helfen kannst. Aber in deiner Energie, zu deiner Zeit und dann, wenn es für dich gut passt. Es gibt auch Phasen, wo du mal über deine Grenzen gehen kannst und mal mehr machen kannst, wenn du danach auch wieder auftankst. Ansonsten zeigt dir das dein Körper mit Symptomen. Du wirst krank, du fühlst dich schlapp. Du bist deprimiert, frustriert, einfach weil du nicht in deiner Kraft bist. Einfach weil du ständig nur nach anderen gehst und überlegst, was könnte der andere denken, wenn ich das nicht tue. Also raus aus dieser Gedankenspirale und rein in was Schönes, was sich besser für dich anfühlt. Und dann denke drüber nach, dass jedes Nein nach außen ein Ja zu dir ist. Dazu habe ich übrigens auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Ja zu dir. Da kannst du gerne mit reinkommen und kannst dort auch immer wieder Kraft tanken. Ja, Rückfälle, die sind total okay. Das gehört dazu. Weißt du, das ist wie bei der Rohkost. Ich helfe ja auch Menschen, wenn sie mehr Frische in ihr Leben reinholen wollen. Also wenn sie mehr Rohkost zum Beispiel integrieren wollen in ihren Alltag oder komplett umstellen wollen auf Rohkost, um sich zu nähren, um wieder fitter zu sein und voller Energie zu sein. Und auch da ist es immer wieder, dass es Rückfälle gibt. Ja, und im Endeffekt, wenn du dieses Grundrezept
ja, diese Grundmethode einfach mal weißt, dann kannst du die auf alles anwenden, ob das die Ernährung ist, auf deine Gesundheit, ja, oder das Thema Nein sagen. Rückfälle gibt es überall. Und das ist total okay, weil dadurch lernen wir auch, weil wir spüren durch das Gegenteil immer wieder, was es mit uns macht. Und wir können uns jederzeit wieder neu entscheiden, was möchte ich beim nächsten Mal tun? Wie möchte ich mich da verhalten? Was möchte ich fühlen? Wie möchte ich morgens aufstehen? Und wie möchte ich meine Zeit nutzen? Mit was? Was möchte ich bewegen hier auf dieser Welt? Möchte ich Mitläufer sein? Möchte ich jemand anderen unterstützen, was auch völlig in Ordnung ist? Oder möchte ich meine eigenen Sachen mitbringen und etwas selbst auf die Beine stellen? Es gibt so viele Möglichkeiten und Wege. Und wenn du ja einen Rückfall hast, das heißt, du sagst nochmal ja, wo du eigentlich nein sagen solltest, wolltest, dann schau nochmal genau hin, welches Bedürfnis dahinter steckt. Spür nochmal in dich, was hat dich dazu gebracht und welche Mechanismen stecken da noch dahinter. Genau. Und wenn du es geschafft hast, nein zu sagen und bei dir zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer war, dann feiere dich dafür. Feiere dich und teile uns das gerne auch mit in den Kommentaren. Lass uns mit dir feiern, dass du zu dir gestanden hast, dass du dich ausgedrückt hast, dass du überhaupt den Mut gehabt hast, den Mund aufzumachen und zu sagen, nein. Dieses eine Wort ist mit das machtvollste Wort, was du haben kannst. Und wenn du es in Liebe ausdrückst, dann kommt es auch an. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und dass du immer mehr zu dir stehen kannst, um auch andere unterstützen zu können. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da, damit es hilft, anderen auch zu helfen wieder. Ja, auch sie in ihrem Ja zu sich zu unterstützen. Wenn du Leute kennst, denen das auch helfen würde, dann leite es weiter. Lass uns das Strahlen verbreiten. Lass uns gemeinsam ja, die Welt zu einem besseren Ort machen, in dem Moment, wo jeder zu sich kommen kann. Ich freue mich von dir zu hören, zu lesen, wie auch immer, und freue mich bis zum nächsten Mal. So long!